Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Hitman. Ja, wir sind jetzt in dem Storyteil von Hitman 2 angelangt und den Maps. Und die erste Maps, die erste Maps, die erste Map wird sein in. Wie heißt es noch gleich? Schauen wir doch einfach mal. Hawke's Bay, Neuseeland. Da sind wir jetzt also zu Hause. Beziehungsweise zu Hause nicht, aber da müssen wir hin. Und zwar. Hier gibt es keine Sequenz, kein Intro-Video, einfach nur ein Text. Das ist aber traurig. Naja, gut, wir müssen ja auch erstmal nur hier reingehen. Ja, also es ist ein Weg rein muss ich finden. Und tralala. Startpunkt, wir lassen es schon mal schön so wie es ist. Tabletten? Die Tabletten wirklich mitnehmen? Eigentlich müsste ich dort auch Tabletten finden. Ne, wir lassen sie mal drin. Ne? Dietrich habe ich jetzt mal keinen dabei. Aber das macht nichts. Dann legen wir mal direkt los. Kein Intro-Video. Ich dachte eigentlich, es gäbe auch noch irgendwie so ein generelles Intro-Video für Teil 2. Aber vielleicht ist es auch einfach das. The story so far. Agent 47 and his handler Diana Burnwood are the world's top assassins working for the ICA. When all of their recent missions turn out to be contracts for a shadow client, things take an unexpected turn. All their targets have been operatives in an invisible organization known as Providence. Providence has infiltrated the highest echelons of power and secretly owns our world. The Shadow Client wages a silent war against them. And so the Constant, Providence's enigmatic controller, seeks Diana out. His request, track down and eliminate the Shadow Client. In return, he offers something irresistible. The truth of 47's lost origins. Neither know that the man they hunt is 47's childhood friend. And unlike 47, he remembers everything. Hitman 2. Ja, aber also, storytechnisch her sind ist eigentlich die Story von den drei Hitman-Teilen ein komplettes Ganzes. Von daher würde ich da jetzt nicht von Hitman 2, 1, 2 und 3 sprechen, ne? Einfach nur von Hitman. Das passt schon. No hostile presence. Understood. Alma Raynard's house is just up the beach. Our intel indicates that she and her team are laying low, most likely planning the militia's next strike. Raynard is one of the Shadow Client's top lieutenants, and yet she's not a target. Not yet, anyway. She's no doubt high on our client's list, but for now, it's information we seek. Infiltrate the house and get us a lead on the Shadow Client. Up for some B&E, 47. On my way. Erstmal einen kleinen Einbruch starten, ne? Ja. Aber muss schon sagen, ist ganz nett hier eigentlich. Gut, der Strand ist riesig. Muss man sagen, hier ein bisschen mit Dünen und so. Ist ja bei Nacht und bei dem Wetter vielleicht nicht so angenehm. Aber riesiges Gelände. Und dieses Haus könnte man schon fast als Villa bezeichnen. Naja. Hier haben wir Kameras. Den lasse ich mich jetzt mal nicht sehen. Muss nicht sein. So, einen Weg rein müssen wir finden.
Ja, hier ist zu und ich habe den Dietrich nicht mitgenommen. So. Schraubendreher, komm, nehmen wir mal mit. So, ich weiß, dass in dieser Vase hier ein Schlüssel drin ist. Aber ich gucke mich jetzt mal gerade noch ein bisschen um. Ich glaube, hier gibt es noch eine andere Möglichkeit reinzukommen. Gucke ich mich mal eben um. Hier vielleicht an der Garage? War da was? Teilekasten kurz schließen. Ah! Gut, dass ich den Schraubendreher mitgenommen habe. Bodies. Oh. Male and female. Early 30s. Executed. I see them. Oh, poor bastards. Looks like Reynard's grisly handiwork, all right. She was never shy about collateral damage. The owners? Don't think so. The house is registered to a non-existing environmental NGO. This feels more like identity theft. Like you, Reynard is known to use disguises. Keep looking, 47. Nothing we can do for these people now. Da steht einfach DDR auf dem Kennzeichen. Wir machen die hier mal lieber zu, damit das nicht so viel Aufmerksamkeit erregt. Und wo gehen wir denn hin? Warte mal. Ah, schön hier, oder? Schön hier. Ja, hier haben wir ein bisschen Honig, ein bisschen Zucker. Und hier haben wir... Ach komm, mal gucken wir uns hier mal noch ein bisschen um. Bei der Mission an sich, die wird jetzt nicht so arg lange dauern. Ja, ist doch schön hier, oder? Da ist ein Schrank. Und Paddel. Aha, Glas Whisky. Das sollten wir auf jeden Fall nicht vergiften. Das würde den Falschen erwischen. 47, that computer. See if you can't access it. Es wird nicht funktionieren. Encrypted. Assuming there's a key, Reynard wouldn't just leave it lying around. Wait. According to the floor plan, the room you're in should be a lot bigger. There might be a concealed space behind the wall. Check for hidden panels, 47. Alles schon erledigt. Ja, eine Büste. Brauche ich nicht. Oh, guck mal, was hier alles Schönes liegt. Katana. Schruiken. Wurfsterne. Was hier? Klappmesser. Lauter Zeug, ich brauche alles nicht. Aber den kann man mitnehmen. Und den da nehmen wir mal mit. Und gleich mal Präventivmaßnahmen. Appears Reynard's cell is launching another strike. Those are sewer maps of a residential area in Wellington. Well, there's nothing we can do about it now. Our priority is the Shadow Client. Donovan. Ja, das hat ein Klient. So, jetzt könnte ich den Computer da benutzen. Mache ich aber noch nicht. Ich bin mal neugierig, ob in der Box hier drin ist, was ich hoffe, dass da drin sein könnte. Tödliches Gift. Okay, es ist tatsächlich hier drin. Und Cannabis Joint ist auch noch da drin. Den brauchen wir aber nicht. Den lass mal liegen. So, dann wollen wir hier noch ein bisschen vorbereiten. Weil, wenn man hier ein bisschen zuhört,
Fräulein will einen Tee und... will sie Honig oder will sie Zucker? Ja gut. Dummerweise ist es mal so zufällig. Also vergiften wir lieber gleich beides. Oh, deswegen habe ich die eine Giftdose doch mitgenommen statt dem Dietrich. So, und dann würde man sagen, warten wir hier einfach noch ein bisschen ab. Also ich könnte jetzt natürlich nach der nächsten Sequenz gleich gucken, dass ich hier verschwinde. Aber ich glaube, wir gucken uns das noch ein bisschen an. Dauert eh eine Weile. I'm in. Hurry. I'm detecting movement up the road. A motorcade, possibly Reynard's. Uploading the data. Hold on. Receiving it now. Nothing on the Shadow Client or the other cells. No names, no aliases. I doubt she even knows whom she's working for. Wait, here's something. A message from Robert Knox of Kronstadt Industries. And by the sound of it, he's a Providence operative. A defector. Well, well, well. Client won't like this one bit. And you can't wait to tell him. They're back. Multiple hostiles. I see them. Damn. Okay, we've got all we're going to get. Go to stage 247. Eliminate Reynard, and preferably without raising suspicion. One step ahead of the Shadow Client for once. Let's keep it that way. Ugh, I thought this night would never end. What a snob fest. And I even missed out on the action. I'm sorry you had to endure all that free champagne and cello music, Orson. What can I say? You really took one for the team. Yeah, well, I say stick to what you know. Da ist sie. Welcome home, Alma. The spoils of the Yardbird spectacular. It's Orson. Orson. Nations are lining up to prosecute Kovac, including Russia, Germany, the US, and Austria. Ist möglicherweise das eh das letzte Mal, dass du hier warst. Weil Miss Alma. Max? Hab keinen Max gesehen. Ich hoffe mal, ich kann hier weiter stehen bleiben. So, you gonna tell me who it was we just kidnapped? House guests of the PM. The wife and two daughters of one Lance Donovan, the VP of Dynasty Global. Online retailer? Uh-huh. Donovan is back in London, working. He should receive the pictures as we speak. Ah, blackmail. Donovan's boss, Dynasty CEO Rupert Pierce, is a top Providence operative. But we can't get near him, so I decided to, well, do a bit of outsourcing. Oh, could you fix me a cup of tea? Sure thing. You want sugar? Honey? Honey. No problemo. Honig möchte sie. Mr. Donovan. Who I am is not important. You have seen the pictures, yes? Good. I will tell you exactly what to do. Do it swiftly and without question, and your wife and children go free, unharmed. Refuse or hesitate. And your family dies. Attempt to signal or warn anybody, and your family dies. Do we have terms? Not very convincing, Mr. Donovan. Take a deep breath and try again. Much better. Now, you will take the stairs up to the rooftop helipad, where your boss, Rupert Pierce, is taking his morning jog. You will inform his guards that you are delivering an urgent message. You will approach Mr. Pierce, lure him close to the edge, and toss him off the building. Hey, you want green tea or mango? What do you think? You heard me, Mr. Donovan. The life of your boss for the life of your wife and daughters.
Shouldn't be much of a choice, even for a workaholic. Do you understand me? Very good. Now, go. If I don't hear sirens from downtown London in 5 minutes, your family suffers the consequences. Best of luck, Mr. Donovan. We thank you for your sacrifice. Ja, an der Stelle hab... Good as. And Mr. Donovan's wife and children? The guys will let them go at the stroke of midnight, unless I say otherwise. Boss's orders. You know how squeamish he gets about collateral damage. Glaube nicht, dass du da dich nochmal anders entscheiden wirst. An der Stelle habe ich übrigens mal gedacht, ja, schön, Honig, nimmt sie. Hab dann mal schön vorbereitet, hab den Honig vergiftet. Und dann wollte sie halt einfach Zucker. Alles für die Katz. Und nochmal machen. So, dann wollen wir doch mal gucken, wie wir hier am cleversten rauskommen. Probieren wir es mal hier entlang. Nach unten latschen will ich nicht. So, hier ist ein Typ, der von mir wegläuft. So, ich glaube, von diesem Dach da drüben kann ich einfach runterspringen. Das probieren wir mal eben. Mal kurz Instinkte nutzen. Jawohl, weg hier. Dann sehen wir mal zu, dass wir hier wegkommen. Der Auftrag ist ja erledigt. Aber was hier auch toll ist, hier dieses viele tolle Gras, kann man sich reinducken. Aber das ist eine Neuerung gewesen von Teil 1 aus. Da gab es das nämlich nicht. Und ich glaube, die Maps von Teil 1 sind in die Hinsicht auch teilweise angepasst worden. Dass es diese Option hier gibt. Das ist jetzt, prepare to die! Voll oder labern mal wieder. Einfach straight in die Scheiße gelaufen. Gut. Moment mal. Das ist kurz bevor das passiert ist. Ja. Auf ihn habe ich nicht geachtet. Ich bin aber auch straight da zu diesen Leuten gelaufen. Und habe es noch kurz vorher... The Mercs have discovered your boat, 47. They're on high alert, combing the beach for intruders. Proceed with caution. Das ist ja gerade ebenso noch die Kurve gekriegt, dass ich da nicht reingelaufen bin. Aber ist das etwa der, der mich eben auch entdeckt hat? Nach. So ein Mist, jetzt steht der da und nervt so ein bisschen. Gut, dann. Umgedreht, der hat auch umgedreht, dann ist das jetzt meine Gelegenheit, hier vorbeizukommen. No way to get past them unnoticed. I suggest you cause a distraction, 47, and make it a loud one. Wir machen mal ein bisschen Remedemi hier. Boom! Frage, warte ich hier lieber noch ein bisschen, bis die hier vorbei sind? Ich glaube, eigentlich könnte ich jetzt schon loslaufen. Das mache ich auch. Die sind so fixiert darauf, da rüber zu kommen, dass sie mich hier überhaupt nicht bemerken. Und schwupps, ist das Boot wieder frei. Einfach mal irgendwo ein bisschen Radau machen und schon... Rennen sie alle hingucken, wie die kleinen Kinder. Ist irgendwo was los? Muss man sofort gucken gehen. Also theoretisch hätten sie ja wenigstens einen da lassen können, ne? So vom... Vom Dings her. Ja, vom, Ja, aber wenn einer geht, gehen halt alle mit, ne? Ist ja nur ein fremdes Boot, das da rumliegt, ne? Komm mal ja mal. Aber mir soll's recht sein. Mir soll's recht sein.
It's official. New Zealand paid off. The client has given us carte blanche. Hunt down the militia by any means necessary. A week ago, Providence was a threat. How did you swing the board? The board are practical people, 47. A blank check is hard to turn down. Besides, the Shadow Client's war on Providence is causing a global panic. Someone will need to stop the militia. Might as well be us. And the man on the train? You never told them about his offer. Taking a contract for personal gain is against ICA regulations. Sodas would have been proud. Is that a sense of humor, 47? Whatever next? Crying at the movies? Why are you doing this? I know what it's like to have everything taken from you. He claims to know about your past. Your childhood, your memories, everything Altmaier stole from you. And you trust him? About as far as I can throw him. But this is our best lead in 20 years. I say it's time we break a few rules. So, Miss Burnwood, wir wollen also ein paar Regeln brechen. Na dann, schätze ich mal, dass wir das in Miami als nächstes machen werden, weil da geht es dann als nächstes weiter, weil hier sind wir fertig. Und oh, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.